Hallo meine Freunde, da sind wir nun wieder bei einer neuen Folge, wie auch immer wir das Format taufen werden. Ja, heute werden wir das letzte Bild der Serie von der Sülze machen, also das letzte Sülze-Bild der Dead by Daylight Serie. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut. Ich habe auch hier und da ein bisschen Feedback von euch, eben auch berücksichtigt. Und ja, du, der gerade zuschaust, würde mich mega freuen, falls du noch nicht abonniert hast, dass du meinen Kanal abonnierst. Also ich mache immer einen kleinen Dance, wenn neue Leute abonnieren. Und ja, das hier ist auch ein One-Taker. Und ja, in Zukunft wird das sehr, sehr spannend werden. Ich bin selbst noch gespannt, wie das Ganze wird. Ihr seht auch hier schon ein bisschen was Neues von meinem Equipment, nämlich mein Mikrofon, mit dem ich ja die Audiospur aufgenommen habe. Also ich habe mich ein bisschen geärgert letztes Mal, dass ich eben zuerst die Kamera-Audio genommen habe, anstelle eben eines Mikrofons. Habe ich dann auch im Schnitt bemerkt und ja, so viel dazu. Also es wird besser. Ich will auch gar nicht zu viel labern. Ich denke, ich werde wieder so gut es geht versuchen durchzusprechen. Und ja, ich habe ja gelesen in den Kommentaren, dass meine Stimme oder generell mein Gelaber eine beruhigende Wirkung haben sollen. Und ja, ich werde, glaube ich, auch etwas dazu sagen im Speedpainting-Part dieses Videos. Und dann sehen wir uns später in der Abmoderation. Also bis dann. So, meine Freunde, hier sind wir nun im Speedpainting-Part. Aktuell seht ihr hier, wie ich die Lines ziehe und noch einige Lines hinzufüge, um eben den Baseballschläger von Gnu etwas zu retuschieren. Also meine künstlerische Freiheit verwende ich hier, um das Bild ein bisschen so zu verändern, dass es in unser Gesamtkonzept gut reinpasst. Als allererstes möchte ich mich aber gleich schon mal entschuldigen. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass ich ein Mikro verwende. Jo, wie es natürlich so rennt. Natürlich hat es nicht funktioniert. Super toll. Ich bin auch drauf gekommen, dass es noch nie richtig funktioniert hat. Bis jetzt. Sofern ich weiß, habe ich jetzt die richtige Einstellung endlich eingestellt. Und ja, jetzt sollte es funktionieren. Und es sollte auch ein deutlicher Unterschied eigentlich bemerkbar sein. Also noch einmal sorry dafür und ja, in Zukunft wird es hoffentlich immer besser. Ja, was habe ich vielleicht diese Woche gemacht? Und zwar war ich an meiner alten Schule und zwar habe ich nach dem Abschluss den Kontakt gepflegt. Also ich bin ziemlich gut vor allem mit einer Lehrerin befreundet und habe mir gedacht, ich schaue so wie der Weihnachtsmann im Jahr einmal runter, um eben die Schule ein bisschen wieder zu sehen, schauen, was gibt's Neues, und dann treffen wir uns klassischerweise immer mit meiner Lehrerin auf einen Kaffee und wir ratschen, also wir reden miteinander. dabei habe ich sie auch in der Klasse besucht, also natürlich unter Einhaltung jeglicher aktuellen Vorschriften, also 3G, also ich bin ja getestet und geimpft war ich zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dort auch der Klasse nachher präsentiert, wie es eben ist, selbstständig zu sein. Falls einer von euch es dort hört, fühlt euch gegrüßt. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen von meinem kleinen Bericht. Und hier im Hintergrund im Video seht ihr, wie ich als erstes eben mich dem Sterzig widme. Ich habe zwischendrin, das nehme ich jetzt schon einmal vorweg, zwischendrin versucht in OBS die Vollbildaufnahme zu einer Fensteraufnahme umzuwandeln. Nur dabei hat irgendwie OBS nicht genug mitgemacht und das Einzige, das ihr sehen konntet, war praktisch oben rechts die kleine Vorschau, die ich zum Zoomen verwende. Also ich konnte 3 Stunden Aufnahme einfach wieder löschen, weil nichts zu sehen war, außer die rechte Leiste
der Ebenen, das Protokoll, die Farbe und eben hier oben die Ansicht. Voll geil. Also ich sage euch, never touch a running system. Also wenn ihr merkt, dass etwas funktioniert, Finger weg. Ja, was habe ich vielleicht die Woche noch gesehen? Und zwar habe ich im Social Media immer beobachtet, dass es so Diabetikerinnen gibt, die ganz stolz immer ihre Pumpen präsentieren und wie toll und sonst was es ist, soweit ich es eben verstanden habe. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ja, da ich ja auch ein Diabetiker bin und hier im Social Media vertreten, liegt es ja fast schon nahe, dass ich auch sowas mache. Und ja, ich habe vielleicht überlegt, dass ich so ein bisschen erzähle, wie ich zu meiner Pumpe gekommen bin. Und zwar war das damals eben so, dass ich mit meiner Spritzeinstellung, also ich habe damals mich täglich mehrmals gespritzt, und also mit einem Langzeit- und einem Kurzzeitinsulin, das Kurzzeit eben, wenn ich esse, und das Langzeit, um über längeren Zeitraum meinen Zucker unten zu halten. Nur irgendwann einmal sind wir mit dieser Therapieart nicht mehr so gut klargekommen, und dann habe ich für mich entschieden, dass es wahrscheinlich langfristig die bessere Lösung ist, eine Pumpe zu nehmen. Damals war ich noch, also bis zu dem Zeitpunkt war ich eine richtige Wasserratte, nämlich, sage ich jetzt schon mal. Also ich habe es geliebt, wirklich stundenlang im Wasser herumzuhopfen, sei es ob im Meer, also in Kärnten ist es ja nur ein Katzensprung bis zum Meer, oder auch zu einigen Seen. Also ich glaube, ich bin in 10 Minuten von hier aus, wo ich wohne, schon beim nächsten größten See. Auf jeden Fall habe ich dann mich eben für das Pumpensystem entschieden. Dann ist zuerst einmal die Entscheidung gekommen, ob ich jetzt ein Draht, also ein schlauchloses oder ein System mit Schlauch verwende. Für meinen Lebensstil eindeutig den ohne Schlauch, weil ich glaube, wenn ich irgendwo hängen bleibe, endet das bei mir und meinem Umfeld immer relativ schnell im Unglück, also dass mir das Ding rausreißt. Ja, was hat sich da seitdem vielleicht für mein Leben verändert? Also nachdem ich die Schulung und so weiter eben abgeschlossen hatte, ja, viel mehr am Anfang. Also wurde mir am Anfang ja schon etwas klar, weil ich habe am Oberarm einen Zuckersensor, und seitdem ich diesen Sensor habe, musste ich schon mein Wasserratten-Dasein so ein bisschen aufgeben, da diese Sensoren dazu neigen, eben sich von der Haut zu lösen und dann schlussendlich auch im See schwimmen zu gehen. Nur das Blöde ist, dass ich halt nicht mehr daran hänge. Genauso verläuft es zum Teil auch mit den Pumpen. Also man bekommt vom Hersteller praktisch eine Richtzeit, wie lange man im Wasser bleiben sollte, ohne dass sich das Ding löst. In vielen Fällen, also mittlerweile, vor allem bei den Sensoren, ist das in Österreich ein bisschen happig, also schwierig, das dann geltend zu machen für eine Reklamation. Die muss man dann meistens selbst tragen, und ja, hätte ich das Geld, würde ich drauf pfeifen, aber das habe ich nicht, deswegen hüte ich mich davor, lange Zeit im Wasser zu verbringen. Schränkt mein Leben deswegen, ja, für meinen Geist sehr ein, weil ich habe auch einen Schein fürs Windsurfen und hatte auch immer viel Freude, ja, am Meer. Was habe ich mir vielleicht die Woche noch, oder was ist passiert? Und zwar hat mir Gabrielle Bricky, sie ist eine Künstlerin, von der ich einen Online-Kurs besucht habe, um so Porträtmalerei zu lernen. Also sprich, so viel von meiner Methodik habe ich von ihr, was das Zeichnen mit einem Grafiktablett betrifft. Und ich mache da immer so eine Mixtur aus meiner eigenen Technik und der Technik von Andrew Tischler. Also Andrew Tischler ist ein norwegischer Künstler, hauptsächlich in Öl. Also er malt hauptsächlich in Öl und er verwendet da ja auch einen ähnlichen, einen Vorgang bei dem Malen als ich. Also er verwendet auch eben so eine kleine Skizzierung zuvor, natürlich alles schon in Öl, dann eben auch ein Blocking in und dann die Details und so weiter. Also die verschiedenen Farbebenen, die nach dem Blocking in eben raufkommen. Auf jeden Fall hat sie mir geschrieben und hat mir dann auch noch ein
kurzes persönliches Feedback zu einem meiner Werke gegeben und ja, hat mir ziemlich viel geholfen, hat mich mega gefreut. Also an dieser Stelle möchte ich mich einmal herzlich bedanken. Und ja, vielleicht stimmt, sie hat mir auch noch einen Tipp gegeben bezüglich, also zu diesem Bild, bezüglich der Anatomie. Also ihr seht, den Körper von Sterzig habe ich ja komplett selbst konstruiert, ohne wirklich Ahnung zu haben, was ich da tue. Ich habe mir nur gedacht, so, okay, ja, wie könnte es sein, wie schaut es annehmbar aus? Ich bin auch ehrlich gesagt unzufrieden mit den, also damit, wie die Hände geworden sind, also nicht von der Schattierung, aber vom Aufbau her, also von der Dicke und Ausrichtung. Und ja, weil mich das so geärgert hat, bin ich direkt mal in die Kärntner Buchhandlung gestapft und habe mir dort zwei Bücher zur menschlichen Anatomie gekauft, die ich ja bis heute einfach so ein bisschen ja, versuche zu lernen, zu verstehen und schlussendlich dann auch anzuwenden. In künftigen Werken natürlich. Also die Chance, dass ich nochmal diese Werke hier angreife, ist gering. Könnte sein, dass mir nach und nach oder in Zukunft irgendwann mal zurückgehen. Die ganzen Dateien habe ich ja gespeichert und praktisch ein kleines Rework machen, um die Sachen zu verbessern. Das steht uns ja zum Glück offen in diesem Medium. Dann in Zukunft kommen ja Let's Plays zu diesem Kanal hinzu. Also für die, die es nicht wissen, Let's Plays sind einfach so, ich spiele ein Spiel, kommentiere, also ein kommentiertes Gameplay. Also ich spiele das Spiel und kommentiere dazu. Und zwar war es ja einer meiner Träume für diesen Kanal, eben auch Spiele zu machen und zu den Spielen auch dazugehörige Artworks, wo wir praktisch uns selbst, wir können auch eventuell, falls jemand Lust hat, mal da draußen einen Zuschauer malen, in einen seiner Lieblingsspiele, so wie es wir bis im Prinzip jetzt mit den YouTubern, also mit der Sülze gemacht haben. Und zwar werden wir als erstes Spiel Lost in Random spielen. Das ist ein kleines Singleplayer-Game mit einer Würfelthematik. Also Lost in Random bezieht sich dann auf den Würfelwurf. Und ja, warum? Ich habe gedacht, das ist ganz lustig. Vor allem, ich spiele ja das Spiel Magic the Gathering ab und zu. Und als ich damit anfing, also mit dem Kartenspiel, habe ich damals immer die Würfel gesammelt, die mit jedem neuen Set rauskamen und hatte damit immer eine Riesenfreude. Also das war so mein Sammlerherz wurde damit geweckt, eben die Würfel von diesen Sets ja, zusammenzubekommen. Hat sich dann irgendwann mal verrannt, als ich bemerkt habe, dass es verdammt unpraktisch ist, eben mit einem Würfel meine Lebenspunkte zu tracken, und seitdem verwende ich eben auch nur einen Stift und einen Block. So, ich habe auch schon gestern habe ich den ersten Canvas wieder mit Acryl eben vorbereitet. Das mache ich ja gerne, wenn ich vorhabe, ein neues Ölgemälde zu malen. Und ja, habe ich schon mehrmals erklärt, beschichtet 2 bis 3 Schichten weißes Acryl und nach und nach eben auch schwarzes oder graues Acryl, um praktisch so eine kleine Basis eben für die Leinwand zu haben. Ich freue mich auch schon wieder auf die Ölmalerei. Ich habe mich ja jetzt lange Zeit gedrückt, weil die Königin der Verdammnis, also Hela, ist ja auch so ein Fall. Also ich habe wenig Ahnung noch von der Anatomie des Menschen, deswegen lerne ich mir das gerade an. Und ja, solange ich die Anatomie nicht voll und ganz beherrsche, möchte ich auch die Königin, also Hela, nicht weitermalen. Oder zumindest habe ich fast Angst, dass ich es dann versau. Eine andere, also ich werde dann, wenn wir wieder die Königin Hela angreifen, auch ja meinen ersten Akt versuchen, euch zu zeigen. Jetzt mittlerweile habe ich ja ein bisschen mehr Tau von den Richtlinien hier auf YouTube, und am Anfang habe ich es ja schon mal versucht, das einzublenden, nur damals habe ich eben gefühlt, dass ich deshalb irgendwie eine Art von Strike bekomme. Aber wir sind ja hier auf einem Kunstkanal und ja, dementsprechend können wir uns ja voll und ganz künstlerisch ausleben. So,
Ja, was steht noch an? Und zwar das Gemälde, das wir jetzt als nächstes malen in Öl. Das wird ein altes Bild von mir sein, das ich damals in meiner Zeit als Objektdesigner an meiner Schule eben gemalt habe. Das werde ich nachher euch auch zeigen. Und zwar damals habe ich versucht, eben mit Copic-Markern so die verrücktesten Dinge zu malen, die wir gerade in meinem Kopf herumschwirren. Also ich habe damals eben so Zeichnen genutzt, um irgendwie meinen inneren Druck abzubauen, und hat mir auch sehr gut getan. Und deshalb bin ich auch dabei geblieben bei der Malerei und auch beim Sport, weil das so die Dinge sind, die mich eben vom Alltagsstress etwas freisprechen. So, aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Speedpainting. Ihr seht hier schon Fortschritte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt hier auf meinen Mini-Buch geschaut, was ich mir für Gesprächsthemen notiert habe. Nur die Liste ist jetzt auch schon wieder vorbei. Deswegen gehen wir wieder zurück, ja, zu unserem Bild. Und zwar seht ihr im Hintergrund, wie ich den Baum male. Ja, nichts Besonderes. Ich habe eben mit sehr vielen Einzelstrichen so versucht, eine Struktur für die Rinde zu machen, und habe dann mit einem größeren Pinsel noch etwas drüber schattiert, somit dass sich eben diese Striche nicht so sehr absetzen und mehr als Gesamtstruktur erkennbar sind. Da male ich hier jetzt neuerdings so meine kleine Maske. Da spare ich mir die Unterschrift zum Schluss, die ich sowieso in den Videos meistens vergesse, und jetzt habe ich gedacht, vielleicht wäre es ganz cool, wenn ich so als kleines Wiedererkennungsmerkmal in den künftigen Bildern einfach so eine kleine Maske irgendwo verbaue oder reinmale. Ja, was besonders ist an diesem Bild, ich verwende hier das erste Mal den Abwedler und Weichzeichner. Das sind Werkzeuge, um Licht und Schatten eben heller und stärker zu machen. Und ja, hier seht ihr auch schon das Endprodukt, auf das ich mega stolz bin. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war es nun wieder mit der Folge Let's Paint Together. Ja, daher ich jetzt die Anmod und die Abmod direkt hintereinander drehe, habe ich natürlich wenig Punkte, die ich jetzt wieder aufgreifen kann. Ich möchte mich aber trotzdem an jeden bedanken, der in welcher Form auch immer von meinem Kanal berichtet oder irgendwie Werbung für mich macht. In Zukunft werden auch so Art Let's Plays eben zu diesem Kanal hinzukommen. Nur keine Angst für alle Kunstliebhaber unter euch, denn wir werden auch, ich habe mir schon überlegt, so kapitelmäßig Spiele eben aufzuteilen und ein zusammenfassendes Ölgemälde oder digitales Porträt oder eine digitale Zeichnung eben zu dem Spiel zu machen, also während auch das Let's Play läuft. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt und gespannt wie ich, und ja, endlich spüre ich mal ein bisschen weniger Druck auf mir. Also normal hat es sich für mich immer so angefühlt, als würde ich hier ein Referat halten, und ja, de facto ist es ja noch im Rahmen eines Referats, also wenn einen 20 bis 30 Leuten immer reinschauen. Fühlt euch gegrüßt, ich habe euch ganz gern. Und ja, meine Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer das für ein Video wird. Also, bis dann. Ciao, Papa, euer Phoenix.